Ja, vielen Dank an die Organisatoren für die Einladung. Ich habe mich riesig gefreut, denn ich bin tatsächlich das erste Mal hier in der Gegend. Und ich bedanke mich vor allen Dingen bei Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Bei dem wunderschönen Wetter hat man ja eigentlich was Besseres vor, aber ich freue mich, dass Sie alle da sind. Und ich muss mich gleichzeitig aber auch entschuldigen dafür, dass ich nicht zu den Krankenhäusern spreche, denn das hat ja der Bernd schon wunderbar gemacht, er kennt sich auch hier besser aus vor Ort, obwohl ich Mitglied im Gesundheitsausschuss bin und ja auch mit dem Herrn Lauterbach zu tun habe. Aber ich möchte gleich dazu sagen, er ist selten anwesend im Gesundheitsausschuss. Er schickt immer seine Staatssekretäre. Nichtsdestotrotz müssen wir uns sozusagen mit ihm herumschlagen. Aber ich habe heute anlässlich dieses besonderen Datums ein anderes Thema gewählt. Heute ist der 17. Juni. Und genau vor 70 Jahren kam es in der damaligen DDR zum Volksaufstand. Und dazu oder daran möchte ich erinnern. Ich beginne mit einer geschichtlichen Einordnung, denn die ganz jüngeren oder die jüngeren Generationen können mit diesem Tag schon gar nichts mehr anfangen. Bereits am 4. August 1953 wurde der 17. Juni des gleichen Jahres in der Bundesrepublik Deutschland zum gesetzlichen Feiertag erklärt und 10 Jahre später zum nationalen Gedenktag erhoben. Bis zur Wiederherstellung der deutschen Einheit war das unser Tag der deutschen Einheit. Danach wurde leider der 3. Oktober bestimmt, ohne irgendeinen historischen Bezug. Also es ist eigentlich ein leeres, inhaltsleeres Datum und wir wären eigentlich gut beraten, wieder auf den 17. Juni zurückzugehen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, wer meine Biografie kennt. Ich komme aus der DDR. Und ich selber bin später geboren. Ich habe diesen Tag nicht mehr erlebt, aber ich kenne ihn aus den Erzählungen meiner Eltern. Und im Mittelpunkt dieser Erzählungen standen immer die russischen Panzer. Und diese sind mir im Unterbewusstsein hängen geblieben. Das muss ich mal so sagen. Denn allen, also auch den Nachgeborenen, wurde oder war durch diese Erzählungen klar, dass wir in der DDR besetzt sind und dass wir zu gehorchen haben. Und diese Unfreiheit, die ich in der DDR erlebt habe, vor allen Dingen aber auch die eingeschränkte Meinungsfreiheit, die waren letztendlich für mich der Hauptgrund dafür, dass ich 1985 einen Ausreiseantrag gestellt habe. Ich habe das einfach dort nicht mehr ausgehalten. Und ich habe die DDR immer als großes Gefängnis empfunden. Und ihr, die ja im Westen groß geworden seid, ihr könnt euch das sicherlich gar nicht vorstellen, wie glücklich ich war, 1989, noch vor dem Fall der Mauer, hier in der Freiheit in diesem Teil der Bundesrepublik, also in diesem Teil Deutschland, angekommen zu sein. Das war für mich wie eine Befreiung. Und heute? Was haben wir heute? Die Meinungsfreiheit ist so stark eingeschränkt, dass sich viele, wie damals in der DDR, inzwischen 2 Meinungen zugelegt haben. Eine offizielle, die man hier im öffentlichen Raum verkündet, und eine für zu Hause, die man mit Freunden und Familienangehörigen teilt. Genauso war es damals in der DDR. Ich selber habe ein Déjà-vu. Und dazu kommt, dass man die Opposition oder den Widerstand oder die Kritiker immer mehr ins Visier nimmt. Man will sie nicht hören. Und deshalb hat man den Volksverhetzungsparagrafen, den Paragrafen 130 ausgeweitet. Man hat ihn wirklich oder man missbraucht ihn, um Kritiker mundtot zu machen und kritische Meinungen zu kriminalisieren. Wir aus der Corona-Bewegung, sag ich mal, haben das alle mitbekommen, auch heute noch. Sitzen Menschen, Ärzte, weil sie Atteste ausgestellt haben, oder andere Personen, weil sie eben ein Ordnungsverfahren bekommen haben wegen Nichttragen einer Maske, im Gefängnis. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir wissen auch, Sie lesen die Nachrichten, Vergewaltiger werden manchmal freigesprochen oder kommen in die Psychiatrie. Aber jemand, der seine Meinung sagt, hier in Deutschland, muss damit rechnen, dass er vor Gericht landet. Wegen, heute heißt das so schön, Delegitimierung des Staates. Was nichts anderes bedeutet, als dass die Meinungsfreiheit massiv eingeschränkt wird. Das muss uns allen bewusst sein.
Die Meinungsfreiheit jedoch ist der Grundpfeiler jeder gelebten Demokratie, der Austausch verschiedener Meinungen, um dann letzten Endes der besten Meinung oder der besten Idee auch, dass man die zur Geltung kommen lässt. Genau. Meinungsfreiheit bedeutet nicht diktierte Meinung von oben, so wie es jetzt im Moment der Fall ist. Ich habe ein interessantes Zitat gefunden, das kennen wahrscheinlich viele von Ihnen. Der Autor ist unbekannt. Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Und die autoritären Tendenzen sind in Deutschland ganz deutlich erkennbar. Wir haben das, ich muss wieder Bezug nehmen auf die Corona-Zeit, wir haben das in dieser Zeit extremst erlebt. Und ich hätte mir nie vorstellen können, dass man eine gebildete Gesellschaft, eine wirklich humanistisch geprägte Gesellschaft dazu bringen kann, so viele Grundrechte auszusetzen. Ich hätte es mir nicht vorstellen können. Denken wir nur mal an die Menschenwürde, die viel gepriesene Menschenwürde. Wir haben die alten Leute vereinsamt sterben lassen. Ich habe zu der Zeit, war ich ja schon als gesundheitspolitische Sprecherin im Landtag von Baden-Württemberg, ich war vorher vor dem Bundestag 5 Jahre Landtagsabgeordnete in Stuttgart. Wir haben Briefe aus Pflegeheimen bekommen, die waren so furchtbar, das kann sich gar niemand vorstellen. Die haben nicht genug Personal gehabt teilweise, weil sie ja auch die in Quarantäne mussten, die Angehörigen durften nicht mehr rein. Die haben die Leute in ihren Fäkalien liegen lassen. Die haben ihnen noch nicht mal mehr genug zu essen und zu trinken geben können. Also diese Zustände, wenn man da immer die Menschenwürde hochhält, waren unvorstellbar, unvorstellbar schlimm. Oder das Recht auf körperliche Unversehrtheit, Bewegungsfreiheit, Reisefreiheit, Versammlungsfreiheit, Unverletzlichkeit der Wohnung bis hin zum Berufsverbot. All das haben wir während der Corona-Zeit erlebt und die Masse der Menschen hat es mitgemacht. Die Masse der Menschen hat es mitgemacht. Ich persönlich war vom Maskentragen befreit aus gesundheitlichen Gründen. Was ich teilweise auch erlebt habe in der Bahn, zum Beispiel mein Zugfahren, das kann sich niemand vorstellen. Also einmal bin ich dann aufgestanden. Ich wurde vom Schaffner gebeten, weil sich eine Dame mir gegenüber beschwert hatte, dass ich eben keine Maske trug. Habe das Attest vorgezeigt, war alles korrekt. Der Schaffner sagt, ja, ist alles in Ordnung. Die hat weiter wirklich insistiert in diesen Schaffner. Und dann hat er mich gebeten, ich soll mich doch mal, sie hat einen schönen anderen Platz, ich soll mich bitte woanders hinsetzen. Ich habe es dann getan, nur ihm zuliebe. Und als ich aufgestanden bin, habe ich zu den ganzen Leuten da im Zug gesagt, und wenn man mich jetzt abtransportieren würde, würden Sie da auch schweigen? Die haben alle zugeschaut. Ich habe vorher noch gesagt, ich habe einen Test. Ich darf aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen. Niemand hat sich getraut, alle haben sie geschwiegen. Furchtbare Zustände. Im November 2020 war ich dann auch bei der Demonstration in Berlin gegen das Infektionsschutzgesetz. Und ich sage Ihnen, in dem Moment sind mir die Erinnerungen aus den Erzählungen meiner Eltern ins Bewusstsein gerückt. Denn ich stand vor diesem großen Wasserwerfer und ich erinnerte mich, oder ich sah dieses Bild von den russischen Panzern wieder. Und kommen Sie runter. Ich wurde auch tatsächlich von oben bis unten nass gespritzt. Also mit anderen Worten, Freiheit und Demokratie, das muss uns allen bewusst sein, sind immer keine Selbstverständlichkeiten. Sie müssen immer wieder neu errungen werden. Und deshalb passt das 17. Juni heute so gut, um daran zu erinnern. Der 17. Juni ist deshalb nicht nur ein Rückblick in die Vergangenheit, es ist vor allem auch heute ein Datum, das uns Zuversicht geben soll. Der alte Tag der deutschen Einheit vermittelt uns nämlich eine frohe Botschaft. Diese Botschaft lautet: Am 17. Juni 1953 haben die Deutschen bewiesen, dass sie den Mut haben und die Kraft und die Stärke, ihre Freiheit und Einheit auch gegen einen scheinbar übermächtigen Staat zu verteidigen und dafür auch zu kämpfen. Damals, am 17. Juni 1953, hat begonnen, was 1989 mit der friedlichen Revolution vollendet wurde. Die friedliche Revolution steht deshalb in der Tradition des 17. Juni. Und obwohl der Aufstand damals durch das Regime niedergeschlagen wurde, so wurden die damaligen Herrscher samt ihrem kommunistischen Unrechtsstaat letztendlich, nämlich 1989, doch vom Volk besiegt.
Alle Unterdrückung, Zensur und Zwangsideologie zum Trotz haben die Ideale der deutschen Einheit, des Rechts und der Freiheit letzten Endes über die deutsche Teilung, über Unrecht und Unterdrückung gesiegt. Das ist die frohe Botschaft. Und das gibt uns Kraft und macht uns Hoffnung, dass Unrecht und Unfreiheit jederzeit überwunden werden können, wenn es auch manchmal etwas länger dauert. Es ist wichtiger denn je, dass wir uns in Deutschland wieder stärker auf die positiven Momente der deutschen Demokratiegeschichte besinnen, um allen Angriffen, wie ich es eben schon sagte, auf unseren demokratischen Rechtsstaat und den geringsten Anzeichen von autoritären Entwicklungen entschieden entgegenzutreten. Und an dieser Stelle möchte ich eine Bitte loswerden. Ich höre immer wieder, ja, ich persönlich, ich als einzelne Person, ich kann doch nichts tun. Das stimmt nicht. Denken Sie dran, die Unfreiheit des Menschen beginnt mit dem Verlust der Meinungsfreiheit. Deshalb fordere ich jeden von Ihnen heute hier auf, sagen Sie laut und deutlich Ihre Meinung. Dazu bedarf es heute. Es ist schlimm genug, dass man das feststellen muss. Dazu bedarf es heute wirklich schon eines Mutes. Aber denken Sie an die Helden von 1953. Ich komme da noch etwas näher drauf zurück. Wenn wir alle anfangen, wieder das zu sagen, laut und deutlich, was wir wirklich denken, dann werden wir merken, dass es die Mehrheit ist, die genauso denkt und dass nur eine kleine linke Minderheit immer nur versucht, uns ihre Meinung aufzudrücken. Genau vor 3 Jahren hatten wir eine Sitzung im Landtag von Baden-Württemberg und ich beantragte damals eine Gedenkminute zur Erinnerung an die Taten und Opfer der mutigen Männer und Frauen des Volksaufstandes vom 17. Juni. Der Antrag wurde abgelehnt. Eine angemessene Würdigung und eine Gedenkminute kann uns hier und heute aber niemand verwehren. Deshalb danke ich meinem Gastgeber noch einmal ausdrücklich, dass ich dieses Thema heute aufgreifen kann. Und ich gebe jetzt wieder, was ich damals im Landtag vortragen durfte, aber wie gesagt, die Gedenkminute wurde mir verweigert. Vielleicht können wir sie dann anschließend abhalten. Der 17. Juni 1953 war und ist ein historischer Tag für ganz Deutschland. Nicht einmal 4 Jahre nach ihrer Gründung stand die DDR kurz vor ihrem Ende. Nur mit Hilfe sowjetischer Panzer gelang es dem SED-Regime, einen Volksaufstand niederzuschlagen und damit Rufe nach freien Wahlen und der Wiedervereinigung Deutschlands zu ersticken. Damals befand sich unter meinen Kollegen sogar ein Zeitzeuge. Es war der eigentliche Alterspräsident, den man uns auch im Stuttgarter Landtag natürlich verwehrt hatte. Er heißt Klaus Günther Vogtmann. Er erzählte uns, wie er das damals erlebt hat. Er konnte sich sehr genau an diesen Tag erinnern, als er als 8-Jähriger mit den Erwachsenen durch die Straßen von Berlin in Richtung Stalinallee zog. Die Stimmung war aufgeheizt, so hat er es uns geschildert. Eine schlechte Lebensmittelversorgung, oft kein Strom und die Erhöhung der Arbeitsnormen brachten das Fass zum Überlaufen. Die große Unzufriedenheit im ganzen Land verschaffte sich Raum. Beginnend in Ost-Berlin weitete sich der Aufstand schnell zu einem Generalstreik und schließlich zum Volksaufstand aus. Zu Tausenden strömten die Menschen unter der Parole freie Wahlen auf die Straße. In Ost-Berlin, Magdeburg, Halle und Leipzig fanden die mächtigsten der über 500 zeitgleichen Demonstrationen statt. Und das alles ohne Handy, sogar meistens ohne Telefon. Wenn die Zeit reif ist und ein Gedanke sich formt, dann springt er über und ergreift die Massen. So war es schon immer in der Geschichte der Menschheit. Bis 1990 war der 17. Juni deshalb in der Bundesrepublik Deutschland Gedenktag und Feiertag zugleich. Unser Tag der deutschen Einheit. 55 Todesopfer sind durch Quellen belegt. Unser Gedenken gilt heute diesen Opfern und allen, die unter der Niederschlagung des Aufstandes gelitten haben. Gleichzeitig war dieser Tag aber auch immer ein Tag der Hoffnung auf die Wiedervereinigung eines getrennten Volkes.
und ein Tag der Freude und des Stolzes. Der Aufstand gegen die kommunistische Diktatur hatte gezeigt, dass der Freiheitswille eines Volkes stärker ist als alle Repressalien einer tyrannischen Regierung. Auch wenn es nochmals 36 Jahre dauerte, in denen die Kommunisten über ein immer ausgefeilteres Regime der Denunziation, Bespitzelung und Einschüchterung ihr Volk in Unfreiheit und Unmündigung knechteten, so war die friedliche Revolution im Herbst 1989 die erfolgreiche Fortsetzung und letztendlich siegreiche Beendigung des damaligen Volksaufstandes. Auch deshalb sollte uns dieser Tag heute mehr denn je mit Stolz erfüllen und gleichzeitig die Politik ermahnen, auf die Stimme ihres Volkes zu hören. Denn die Macht eines Volkes ist stärker als jede Armee und fähig, alle Ketten der Demütigung und Unterdrückung zu sprengen. Die Abgeordneten der Alternative für Deutschland sehen sich als Volksvertreter diesem historischen Erbe verpflichtet. Deshalb darf dieser wichtige Tag niemals in Vergessenheit geraten. Und wir werden gut beraten, wie ich es am Anfang schon sagte, den 17. Juni zukünftig wieder als nationalen Feiertag zu begehen. Die Würdigung dieser mutigen Männer und Frauen, die im vollen Bewusstsein ihrer Unterlegenheit gegenüber der sowjetischen Besatzungsmacht mit dem eigenen Leben für Einigkeit und Recht und Freiheit der Deutschen eintragen, möchten wir heute nicht nur in Worten vollziehen. Lasst uns daher gemeinsam zur Erinnerung an diesen denkwürdigen 17. Juni 1953 und seine ostdeutschen Helden eine Gedenkminute abhalten. Ich danke euch.